tolle Schwule, die super Ideen haben und toll, es gibt bestimmt auch Arschlöcher, und das gibt es aber bei Heteros genauso. Deshalb weiß ich gar nicht, warum ist das jetzt verdammt nochmal so eine wahnsinnige Message, dass da einer sagt, ja, ich bin Fußballspieler und ich bin schwul. Das sollte doch irgendwie in so einer aufgeklärten Gesellschaft 2014 eine Selbstverständlichkeit sein, dass es, man sagt ja 10%, 15% sind schwul, und also ist in jedem Fußballverein ein Schwuler, ja. Und, also ist doch wirklich völlig egal, also ich, auch ob jetzt beim Boxen, wer da schwul ist, oder beim Formel-1-Zirkus, das ist einfach so, ist ganz normal. Und deshalb verstehe ich im Moment so nicht diese Aufregung in den Medien, warum die da so ein Theater drum machen.